Ja, Dennis, wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren und wo siehst du Network Marketing in den nächsten 5 Jahren? Also wo ich mich persönlich sehe, ist immer noch auf der Sonnenseite des Lebens. Nein, also man hat natürlich Ziele, aber ich bin relativ zufrieden mit dem Leben, was ich jetzt gerade führe. Natürlich möchte ich meiner Familie noch ein bisschen mehr bieten, aber was ich in 5 Jahren sehe, ist einfach, dass Network Marketing immer eine breitere Akzeptanz einfach erreicht bei uns in Deutschland, also laut offiziellen Zahlen. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich stimmen, aber eine Organisation hat gesagt, dass wir ungefähr 400.000 Networker haben. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Und da müssen wir daran arbeiten, dass einfach das Bewusstsein für diese Branche größer wird. Und ich sag mal, wenn mehr Leute diese Chance erkennen, dann wird natürlich auch der eigene Scheck dementsprechend nach oben gehen. Oh ja, das sehe ich genauso. Okay, Dennis, gibt es irgendwas, was du in deiner Laufbahn verändern würden? Gibt es irgendwas, was du in deiner Laufbahn verändern würdest, wenn du es noch könntest? Also du meinst, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, irgendwas anders machen könnte? Ja, ganz klar. 2 Dinge. Zum einen, ich habe quasi 4 Jahre gebraucht, um ja so ein bisschen ins Geld verdienen zu kommen, dass man auch davon leben kann. Und das lag meiner Meinung nach an 2 Dingen. Erstens, ich hatte keine eigene Liste aufgebaut. Damit habe ich erst angefangen, als ich an Punkt 2 einen eigenen Blog gestartet habe. Und das würde ich jedem einfach mitgehen. Erweitere deine Kontaktliste. Ob es jetzt Online-Markt ist, Direktkontakt, hey, was immer dir Spaß macht, aber erweitere die Kontaktliste, ja, immer weiter, jeden Tag den Fokus draufsetzen. Und für mich ist ganz klar, starte den Blog, bau dir eine Liste auf, fokussiere dich darauf und das würde ich sofort anders machen. Hätten mir 4 Jahre Frust erspart.